Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the 12th part of Lightning Returns und wir müssen uns beeilen. Da hätten wir jetzt eigentlich das letzte Stück Feuerwerk kriegen können, aber das nehmen wir jetzt nicht an uns, da es noch zwei Missionen gibt, bei denen wir das Feuerwerk brauchen und die EP brauchen wir auch. Deswegen kämpfen wir jetzt gegen jeden, der uns in den Weg kommt. So, schnell, schnell. Ja, ich höre dich, aber wir brauchen dich jetzt noch nicht. Da hinten noch. Weg, weg, weg. So. Schnell wieder aktivieren. Die Mission machen wir da hinten noch nicht. Komm, komm, komm. Schneller. Bevor das Ding wieder weggeht. So, wo ist der Typ? Da ist er. Hey. Change of plans. We're upping the amount of fireworks in the finale. At least double, maybe triple the number. And why is this the first time hearing of it? Let me guess. It's that blasted director's idea, isn't it? Folks can call him a genius all they want, but that doesn't mean I'm a miracle worker. But I suppose complaining to you won't help the situation. You're one of his assistants, right? Then you know what I'm talking about. You're probably feeling the brunt of his capricious behavior as much as I am. Then help me. Can you add more fireworks to the show? I want to say no, but even if it is impossible, I'll still have to do it. That's my job, after all. All right, I'll do it. But I warn you, it'll be anything but half-assed. But you're gonna have to help me out. I'm out of gunpowder, so I can't make any more fireworks here. There are pyrotechnicians all over town who launch fireworks to mark the hour. You know that, right? Here, I'll write you a note. Show this to any pyrotechnicians you meet. I'll give you what they can spare, but you're gonna have to move fast to get them all. So. Jetzt können wir die Mission machen. By the way, my pyrotechnician buddies aren't the only source of fireworks. Buy some, haggle for some, do whatever you need to do if it gets us the firepower we need. We just have to be sure that we have enough. Everything else will work itself out. So. Light, you got the boss on your side. You're gonna need a lot of fireworks to bring down that set, though. Sehr schön. So, jetzt schnell rennen, rennen. Go and gather up all the firepower you can find. Wohin denn? In falsche Richtung, verdammt. Is it just my imagination, or are you looking forward to this just a little too much? Perhaps the chaos is getting to me. Don't worry, I haven't lost sight of the big picture. We're doing this so that you can reach snow instead of power. Jetzt nochmal, ich verstehe nicht, warum das die ganze Zeit zugeht. Das ist total bescheuert, finde ich. So, einer, da hinten ist einer. Zum Glück haben wir 6 EP, der mit. So. Ja, gib mir das Ding. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit. 3 Stück, okay. Ja, ja. Das ist ein Signal an den Boss, von wegen alles ist in Ordnung. Gut. Dankeschön. So, wo ist Nummer 2? Da und dort. Wir müssen da hoch. Weil da gibt es einen mit einer extra Mission.
Außerdem haben wir schon 5 von 10. Das ist eigentlich schon fast zu viel. Schnell den noch anlabern, bevor der wieder weggeht. Das ist wegen den kleinen Jungen, wegen den Taschendieb, damit die Mission auch erledigt werden kann. Ja, der hat keine Eltern mehr. Schlimme Background. Und deswegen sollen wir ihm das hier übergeben, weil das ist von seinen Eltern, glaube ich, dieser, ja, Vatersbrief. Genau. So. Den habe ich die ganze Zeit gesucht, als wir in den letzten Parts in Usenal hier unterwegs waren. War aber halt nicht zur richtigen Zeit. So. Und der hier will Bier dafür. Für sein Dings. Der Betrunkene hat schon so ein Lightning-Feuerwerk geben und den Alkohol jedoch angeblich reden lassen Kurt. So, erste Nebenmission. Bockers Bräu. So, wird das angezeigt, wo wir hin müssen für dieses Bier? Da hinten, gut. Genau. Gegen, mit den Leuten können wir auch später sprechen, das ist jetzt nur Zeitverschwendung. Ja, das ist auch nur ein Feuerwerktyp. Gut. Ich glaube, der war da oben. Mal gucken. Hier? Nein. Do you happen to carry Bock? Why, yes, we are available. So. I don't need the brew is actually a gift. I would be delighted. Ja, gib mir die Flasche. 1000 Geld, who cares? So, I am honored. Schnell zurück zu den Typen. Warum bin ich eigentlich nicht gleich darüber gesprungen? So. Ja, nimm's, gib mir das Feuerwerk und 4 Stück, krass. Jetzt mach doch, Mann. What the hell is wrong with you? You wanted something, you got it, give me what I need and we're done, damn it. God. Thank you. They'll be good. They're yours. If it's true what they say about Sehr schön. So I'm gonna blow up that set with the fireworks meant for a dying child. Alles klar. Somehow, it doesn't seem right. Jetzt zu der letzten Mission in der Mission. Da ist er. Den dürft ihr nicht verpassen. Diese Mission darf man verkacken. Also macht die Mission besser. Genauso wie ich. So. Er will, dass wir jetzt ein Monster besiegen und dann wieder hierher kommen. Und das machen wir dann auch. Gut. Und dieser Tunnel, von dem er spricht, der ist genau hier. Zum Glück ist es ein Monster, das wir besiegen müssen. Dann kriegen wir auch EP von ihm. So, los geht's. Alles klar, dann. 5 Feuerwerkskörper erhalten, die wir ihnen aber wieder zurückgeben müssen. Wir könnten die eigentlich auch behalten. Aber das machen wir nicht, weil wir zu nett sind und weil wir die Abschluss der Mission, besser gesagt, seine Seele dafür haben wollen. Ich weiß, das klingt krass. So, jetzt verfolgen wir den Typen. Da ist er. So, jetzt. Gut. Hier, 7 Stück. Etwas zu viel. One more. Why don't you light that one for me, right? Oh, I can do that. Sit back and enjoy.
Alles klar. Gut, das hätten wir jetzt auch. So. Die Nebenmission in der Mission sind geschafft. Jetzt müssen wir wieder hier hin. Kranker Scheiß. Wir nehmen den Weg hier. Obwohl ich glaube, es wäre eigentlich besser, wenn wir den anderen Weg nehmen, weil es da noch ein paar Sachen gibt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und bis 0.30 Uhr müssen wir jetzt trotzdem die Zeit stoppen, weil dann kommt dann nochmal eine Mission, bis wir zu der Zeit schaffen müssten. Denn wenn wir erst um kurz vor 0.30 Uhr da sind, dann gibt es dann eine Mission, die wir dann machen müssen, damit das ganze Ding gestartet wird. Und bis wir die erledigt haben, müssen wir dann nochmal einen Tag warten, worauf ich und ich glaube ihr auch nicht wirklich Bock habt. Da müssen wir auch nochmal hierher, zu diesem Kolosseumsviertel. Aber das ist ja nicht so weit weg. So. Beste Spruchwort. Alles klar, jetzt haben wir zu viel. Passt. So. Ja, ich weiß, da war was, aber das war bestimmt was Unwichtiges, sonst hätte ich es gewusst. Na komm. So, jetzt. Ja, ja. Da ist er. Ja, der gehört auch dir. Du kannst ihn ruhig behalten. Und nochmal eine Mission in der Mission geschafft. So, jetzt lest er sich diesen Brief durch. Hm. Yours now. Damn right, I'll throw it away. And I don't need your. Listen, I'm not gonna pretend I understand. It must be hard for you. Losing your parents, then being trapped in a child's body for centuries and centuries all alone. That's right. You can't understand. No one can. Let me tell you something. I lost my parents, but it wasn't the same. I still had my sister. I wasn't left all on my own. I was luckier than you. So. Your parents are dead too? Yeah. It happened a long time ago, but I remember being really angry. People pitied me, treated me like a helpless child. I couldn't stand it. So, I pushed people away and built walls around me, but I still had my sister. She understood me. It's not fair. I didn't have anyone. I was left all alone. I know. If it were me, I couldn't have done what you did. You're a lot stronger than I am. You've done an amazing thing, going through that and surviving all these years. You should be proud of yourself. I should? I've never felt proud about anything. But when you put it like that, maybe I should be proud. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den alten Knacker Bescheid geben und dann sollte die Mission auch erledigt sein. So schnell geht's. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Firework Boss. Und dafür müssen wir diese Tür wieder öffnen. Was für ein Bullshit. Ich frag mich, warum Noel hier nie vorbeikommt. Der würde sich hier locker amüsieren. So. That should be plenty of fireworks. Now we just need to make sure you're on the stage when it lifts into the air. And when it goes off, I jump on for a free ride. No, it'll be too late by then. You'll have to be on the stage already. On stage? As what? A piece of scenery? You'll just have to find a part to play in the finale. What? No. I can't possibly. It's not a question of can or can't. Some things in life you just do, right? Exactly. Now. Go and deliver the fireworks to the boss. We'll figure out the rest later.
So. Jetzt mal sehen. Hä? Höre ich mich? Ja, jetzt höre ich mich. Aber es ist irgendwie schwächer geworden, kann das sein? Ja, egal. Auf jeden Fall. Es hört sich komisch an. Chillt mal ganz kurz. So, jetzt. Hört sich immer noch komisch an. Naja, wie auch immer. Jetzt müssen wir gucken, was Lightning machen muss, obwohl sie es nicht will. Das stört mich irgendwie. Achso. Das ist way more than I asked for. We want to make this a show people will never forget. Is this another one of the director's wacky ideas? All right, I'm game. About to his whims this long, no reason to quit now. It's gonna be dangerous with all these fireworks going off at once. If you're really serious about doing this, it'll have to be done carefully. I'm not here to kill anyone, you know. Make sure that director of yours knows that. So, ein Regler war zweit nach hinten verschoben. Und jetzt müssen wir zum eigentlichen Boss, um ihm Bescheid zu geben. Und dann fängt auch schon wieder diese Nebenmission in der Mission an. Okay, it's all ready to go. The fireworks are in place. Fantastic! We're going to light up the stage like never before. We'll give you exactly what you want. A show that no one is ever going to forget. Hell, I wouldn't be surprised if we bring down the whole set in the finale. I wonder if your actors know how flimsy your setup is. Don't you think they'd want to know about it? And just what are you hinting at? You're not seriously threatening to blab to the cast and let them in on our secret, are you? I'm just concerned for your star, that's all. I mean, what if she gets hit by the fireworks and thrown off the stage? You need someone who knows the risks and how to handle themselves. Maybe. Who's going to replace her on such short notice? You're looking at her. Huh? You want to get on the stage? So, this was your plan all along. All these extra pyrotechnics, they're for your own grand debut. You've got chutzpah to spare. I'll give you that. If you want the perfect person to play the savior, I don't know who is. Hell, I'm thinking maybe we should put you up there. Good. Then it's settled. Wait, wait. There's just one condition. If you're going to go on stage, you'll need a proper ensemble. No one's going to believe you're the savior dressed like that. I'll just wear the costume the actor usually wears. No, 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 out of the question. It would never fit. And besides, the look is completely wrong for you. Look, I can't let you on my stage if you don't have an outfit to wear for the role. I'll leave it to you to find one. Now, go buy something that'll work. Or you can go with the other option. You could win it. Win it? What do you mean? The slaughterhouse. Right now, the grand prize is an outfit that'll be perfect for your debut. It was made for you. Join the tournament and win that dress. Now that will be your real audition. You say you can handle yourself on stage no matter how dangerous? Then prove it. Win that tournament. Go on, clock's ticking. Enter the slaughterhouse tournament and win the perfect costume for the savior. If you can do that, you pass the audition. Then you can stand on stage as the star of tonight's grand finale. Oh mein Gott, war die Katze ihn gerade mächtig. Wie Lightning so angegeben hat. Das sieht man nur einmal und wirklich auch nur einmal. Das wird es nie wieder geben. So, dieses Kostüm, das wir brauchen, ich habe es schon. Ich habe es schon. Aber, um euch zu zeigen, wie man es kriegt, hole ich es trotzdem nochmal. Nein, ich habe es da nicht doppelt. Es wird dann einfach replaced. Ganz einfach. Wenn ich da runtergehe, wo komme ich dann raus? Da hinten, das will ich aber nicht.
Und das alles müssen wir bis 0.30 Uhr geschafft haben. Versteht ihr jetzt, warum ich so unter Zeitdruck war? Obwohl wir eigentlich ziemlich gut in der Zeit sind, weil ich so viel EP frei hatte. Und es ist so, je weiter ihr kommt und je stärker ihr werdet, desto weniger EP müsst ihr eigentlich für eine Fähigkeit aufhören. Das sind nur ganz kleine Prozente, aber wenn ihr wirklich immer nur eins verschwendet für diese Zeitverzögerung, dann habt ihr am Ende nicht 9, sondern vielleicht 10 bis 11 und diese 1, 2 Mal, die sind dann schon wichtig, wenn es gerade dringend ist. So. Hier müssten wir hin, genau. Ja, ich will hier rein. Ich will den Preis dafür. Und du lässt mich kämpfen, weil ich eh jedes Monster besiegen kann, das mir gegenüber tretet. So. Wilde Schauspielerin heißt die Mission. Annehmen. 10 Minuten nimmt es in Anspruch. Das ist schon genug, weil wir werden locker keine 10 Minuten brauchen. Ihr könnt zählen. Ich mute mich sogar. So, jetzt könnt ihr zählen, selbst mit den Cutscenes, ob es 10 Minuten waren. Achso, ich muss noch zweimal. Gut. Aber dieses Ending, was die Zuschauer da schreien, krank. Diese Musik da im Hintergrund beim Winning, krank. Und ich mute mich jetzt wieder, krank. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt noch einmal und dann Hammers. So. Los geht's. Let's go.
Flame looks death in the eye and stirs it down. She wins the fight. We've got a champion in the making. I applaud you. Before an adoring audience, you were able to prove your true mettle. If you can face such a stage as that, you might indeed have the makings of an actress. Become the savior you were meant to be then. Give me a line. Do I have to? To save the people of this world, I would give everything I am. Ah, it brings back so many memories. Your delivery is full of uncertainty, but that is what lends it its realism. You've convinced me. I will entrust you with both the dress and the role. The role? You mean the part of savior? It belonged to you once, didn't it? That it did. That show holds the dreams of this city. A true actress is so perfect, she can only be found within a dream. A play lasts only a night, and yet that one night can live forever in the minds of the people, becoming a thing of hope and inspiration in the form of a beautiful memory. Your audience awaits you. Go, give them a show that they will never forget. So, abgeschlossen. Jetzt. 2300 gilt krank, Bonze. Alles klar, jetzt haben wir das Kostüm. Hä? Achso, jetzt bin ich ja Fame. Das machen wir jetzt schnell. Kampfgarnituren. Dafür geht das erste weg. Und wir holen uns das, was wir brauchen. Wenn ich es finde. Ich habe vergessen, wie es heißt. Heißt es nicht Nachtschatten? Nachtschatten? Doch, es ist Nachtschatten. Es ist eigentlich egal, was ich... Kategorie Angriffskraft. Warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Ich Vollidiot. Nee, die sind zu groß. Ich will ein normales. Das ist Odins. Das ist krank. Die sind aber alle zu groß. Ich will ein ganz normales. Das passt mit dem roten. Ja, das ist okay, das gehört irgendwie dazu. Alles andere ist egal, wir gucken jetzt, das ist die Standardfarbe, wie eklig. Ich will schon rot, aber dann so ein kräftiges Rot. Weil das ist eindeutig zu dunkel. Na komm, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Wie macht man das nochmal? Wo wird's denn heller? Da. Okay, das ist zu hell eindeutig. Okay, und da wird's dunkel. Das ist zu orange. Gott, gib mir doch ein normales Rot. So. Kann man das nicht irgendwie kopieren? So. Sagen wir, das ist okay. Gut. Arme. Weiß. Rose, rot. Schuhe. Weiß. So, passt. Fertig. Mehr brauchen wir nicht. Alles klar, dann Dad. Keine Angst, wir können die Zeit skippen, wenn wir da sind. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir schnellstens da hinkommen. Denn ich will das noch in diesem Part erleben, yo. Jetzt haben wir bis 0.30 Uhr Zeit. Das ist eigentlich genug Zeit insgesamt. Aber der Part geht halt nicht so lang. Ich glaube, ein EP behalte ich. So.
Na komm. Alles klar. So. If it were any other night, it would have been nice to just enjoy the revels. Yeah, it would have. But first, we have a reclusive patron to take care of. I wonder what the people think of Snow these days. At one time, he was their benefactor. But now... People are supposed to change. Not changing after hundreds of years is unnatural. But Snow... I didn't want to believe his change. The man who had believed in the future with unwavering optimism. The man who feared no pain to protect those he cared about. Snow, tell me, could even you have given in to despair? I need to know what you went through. What happened to you while I wasn't there? Wait for me. Looks like you're ready for me. You'll wait here. Pretty nice. Are you ready to go? We're already prepping the stage. It's almost time for the big show. Break a leg. One last thing. I'm gonna need all of your people to evacuate. There can't be anyone backstage. And the same goes for you. It's gonna be one hell of a bang. Yeah, that's true. After all, you've put enough firepower in there to blow apart the theater, right? So you noticed. Listen, this is my theater we're talking about. Of course, I knew in an instant what would happen if we upped the fireworks like you wanted. Actors I could replace easily. But you are going to take out my audience as well. I can't let you do that. So I've been wasting my time. Now, that's not what I'm saying. I just think you went a little overboard. So I made a few adjustments. That stage may not survive the night. But no one will get hurt. You don't mind? Look, I get bored spitless doing the same play over and over and over again. The people want something new. And lady, I'm counting on you to give them exactly what they want. I can act when I have to. Good to hear, because it's about time for your cue. How many decades has it been since I looked forward to a show this much? You're my star. Now get out there and act me a savior beyond anything I've ever imagined. Well, I won't even need to act. If it's the savior you want, you've got her. Here, I fished this out of the props department. Might come in handy on stage. Chosen one, become my blade. Cast aside all that you are. Throw down your life for the sake of my new world. To save the people of this world, I would give everything I am. Hear our prayers, God. Let your blessings rain down upon us.
Yay! You are the true savior. Lead my people and become a beacon of salvation. In the name of Radiant God, I bear aloft this light and banish the darkness. I'll show you a real fire. Let's see how you burn! I was made to serve God. But if that God lies to me, then he dies. I'm checking the situation now. It looks like the guards are so caught up in the confusion that the palace is wide open. It actually worked. To be honest, I had my doubts. It's all thanks to that director helping us out. If we'd set up the explosion as you'd planned it, that play would have been a real tragedy. Yes, I admit I might have miscalculated somewhat. But didn't you enjoy playing the leading role? Next time you go on stage. Mission complete. So, was ich jetzt noch mache, ist das wieder ändern. Und das war's eigentlich schon, denn wir sind schon so weit, dass ich sagen muss, dass der Part hier leider schon endet. Das nächste Mal gehen wir in dieses Castle, suchen Snow, finden ihn. Hauen ihn etwas Verstand in die Birne. Und deswegen seid ihr nächstes Mal dabei. I demand it. You feel me? Okay. Alles klar. Alright, guys. Thanks for watching. The Blue Gangs is out. Hope
to see you on the next part. Word.